Genau, wie ihr seht, war ich wieder beim Action und ich habe einiges gekauft. Wie man sieht, die Tüte ist voll. Und ja, dann werde ich mal mit einem Action-Haul starten und zwar für den Juni 2017. Viel Spaß! So, da bin ich wieder und zwar habe ich hier die beiden Kassenbons. Ich war in Enschede diesmal, in Holland, im Action, weil ich hoffte, da ein paar mehr Sachen zu bekommen, die ich in meinem kleinen Action hier um die Ecke nicht bekomme. Und das war auch so. Und ja, das war ungefähr 50 Euro. Ich habe auch noch ein paar Sachen für Tauschbäckchen und so weiter geholt. Und ja, dann fangen wir doch mal an. So, als erstes habe ich hier, das ist ein bisschen größer, das sieht man jetzt nicht so gut auf dem Video, Geschenkpapier. Und zwar hat der Neffe von meinem Freund Geburtstag, der wird 9. Und ja, ich hatte kein Papier mehr so richtig dafür, deswegen habe ich dieses genommen. Da sind so kleine Äffchen und Tiere drauf, steht Happy Birthday drauf, in Blau natürlich. Und ja, das durfte mit, das durfte, hat 70, Entschuldigung, hat die Maße 70 mal 300 cm und hat 46 Cent gekostet. Ich habe leider nicht mehr alle Preise im Kopf, also entschuldigt, aber ihr kennt ja Action, alles fast unter einem Euro. Und ja. Dann als erstes habe ich mir diese Chips gekauft. Die sind Hamkat Original, das ist ja so Käse, Schinkenart und die mag ich sehr gerne und deswegen durften die einmal mit. Dann habe ich noch gefunden Ballisto mit Korn und einmal diese Milka Schokokau. Die mag ich auch sehr gerne, deswegen durften die auch mit. So, dann habe ich mir noch zwei Packungen von diesen ja, Pancakes mitgenommen. Einmal original und einmal in Natur. Ich bin gespannt, wie der Natur schmeckt. Und ja, die duften auch mit. Die machen wir sehr, sehr gerne. Pancakes kann man ja immer machen. Gerade wenn so ein Schmuddelwetter ist, so wie gerade, nur am Regnen. Und dann habe ich noch für den Kleinen einmal so einen Spinner mitgenommen. Die kosteten 1,99, den habe ich jetzt mal in Blau mitgenommen und die Kinder stehen hier alle drauf, ne? Dann habe ich noch gefunden so eine kleine Holzbox zum Verzieren, um was reinzutun, wie Schmuck oder so, oder auch zum Verschenken. Die hatte 69 Cent gekostet und in Herzform sehr schön. Dann habe ich noch gefunden so einen Lip Balm und zwar in Cherry. Es gab das auch in Cola. Fanta hatten sie leider nicht mehr da. Den hätte ich ja auch mitgenommen. Der soll sehr, sehr nach der Geschmacksrichtung schmecken. Und deswegen habe ich mir Kirsche jetzt mal mitgenommen. Das probieren wir dann mal aus. So, als nächstes habe ich mir nochmal so eine Sortierbox geholt mit drei kleinen Fächern für 1,69 €. Das habe ich ja mir schon mal geholt und ja, in Pink natürlich und das durfte auch einziehen. So, dann habe ich noch was ganz Tolles gefunden. Das hatten sie überhaupt noch nicht in Deutschland und zwar sind das Holzperlen. Ihr seht so in große Kugeln, kleine Kugeln, so viereckige, ja in ganz verschiedenen Farben, rosi, lila, schwarz, rot, orange, grün, türkis haben wir, weiß ist noch dabei und hier oben seht ihr, sind auch noch Schnüre dabei, sehr gut, da ich ja sehr viele Schlüsselanhänger bastel mit Perlen und Namen und Buchstaben ist das natürlich perfekt. Gerade Holzbuchstaben sind ja sehr, sehr teuer. Das habe ich in der Kinderabteilung gefunden für Kinderspielzeug.
Und das hat 3,99 € gekostet. Aber für so einen großen Eimer kann man das wohl mitnehmen. Dann habe ich mir noch einen Notizblock mitgenommen, Notizbuch, so eine Art Kalender. Den wollte ich mir dann verzieren. Und zwar ist der für 2017, 2018, also ab August. Da wird das ja, glaube ich, immer. Ja, ab August ist das hier. Steht es auf August. Bis dann. Schau mal eben. Bis Juli. Von August bis Juli nächstes Jahr. Also, ja, da kann man schön was reinschreiben und seine Termine eintragen. Und außenrum werde ich mir den schön verzieren. Und ja, die gab es jetzt dann neu. Als nächstes haben wir. Ich habe kleine Blöcke mitgenommen. Das ist auch für ein Tauschpäckchen. Ja, da habe ich einmal diesen Endless Love mitgenommen. Kurz so. Ich blätter mal kurz mit euch durch, aber ich denke, ihr kennt die ja so alle schon. Also die gab es, glaube ich, schon des Längeren. Der ist jetzt mit Love, Rosa, mit Schlüssel und Engeln und Herzchen. Wenn man was zum Jahrestag basteln will oder generell für seinen Freund. So Schriftart und Blumen. Dann haben wir noch einmal den Easy Basic Pastell. Das sind so Pastellfarben. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann gibt es hier noch was mit Wolken. Naja, so mit Eis. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Sehr schön auch diese Eulen. Oh. Wo waren wir denn jetzt hier? Und mit Schafe. Die gibt es ja auch schon in dem großen Block. Und dann habe ich einmal noch diesen Vintage Eleganz mitgenommen. Da blättern wir auch noch mal kurz durch. Wie gesagt, alles sehr dunkel und grau gehalten, da das ja Vintage ist. Aber wahrscheinlich kennt ihr die alle schon. So, und einmal das. Und dann habe ich Do-it-yourself-Sets gefunden. Ich habe mir zwei Stück mitgenommen. Und zwar gibt es ja diese in Neu. Das sieht ja aus wie so ein kleiner Fächer. Das kann man sich natürlich entweder so dekorieren oder auch selbst gestalten. Ich werde wahrscheinlich was Eigenes draus machen. Da habe ich einmal dieses in Lila mitgenommen. Dem Hund und der Katze und einmal in Rosa mit Blumen und so, ja, alles so für den Frühling oder ja, man kann sich einfach irgendwo hinstellen und hier oben seht ihr, kann man das halt zusammenleimen und dann ist das wie so ein kleiner Fächer. Das kann man dann sehr schön sich ins Regal stellen. Also die finde ich sehr, sehr schön. Es gab noch in Grün, aber ja. Da ich ja eh auf Lila und Pink stehe, habe ich mir diese beiden mitgenommen. Und die haben 99 Cent gekostet. Also, ne, perfekt dafür. So, dann schauen wir mal weiter. Da habe ich mir einmal so ein Cardboard-Block mitgenommen. So ein Kartenmusterblock. Da sind 32 Blätter drin. Also Bögen. Diese Farben. Und ich blätter mal kurz mit euch durch. Ich weiß nicht, ob die schon jemand gesehen hat. Ich hatte es noch nicht gesehen, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Da kann man auch sehr schön Karten oder Goodiebags oder was weiß ich mit Papier einfach basteln. Und sehr schöne Bögen sind dabei, sehr schöne Farben. Den fand ich sehr schön. Dann habe ich mitgenommen diese Stoffbögen. Und zwar diesmal andere. Also ich weiß nicht, ob es die schon bei uns gibt. Oder bei mir in dem Kleinen auf jeden Fall nicht. Da sind Blumen, Punkte, Herzen und Schmetterlinge.
Und das habe ich dreimal mitgenommen. Falls es jemand haben möchte, würde ich das halt tauschen. Ja. Dann habe ich noch gefunden, das habe ich auch noch nirgendwo gesehen, Washi-Klebefolie. Und zwar sind da 6 Bögen drin, 15 mal 15 Zentimeter. Und wie ihr seht, diese ja, mit Punkten, Schmetterlingen, Rosen, also sehr, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, wie die kleben. Also das durfte auch mit. Dann habe ich mir noch so Leinen-Bastelkarton mitgenommen in metallischen Farben und liniert. Also das seht ihr vielleicht jetzt nicht so ganz, aber es ist metallic und liniert und da sind die Farben rosa, gelb, grün, blau, grau und schwarz drin. Das kann man auch sehr schön für Karten nehmen. Dann durften einziehen Briefumschläge für Goodiebags. Einmal habe ich hier diese in Orange mit den Schleifen. Dann so blau-grau mit Sternen. Dann einmal diese, ja, Anthrazit würde ich jetzt sagen, schwarz ist es nicht, mit Herzen. Dann habe ich mitgenommen so ein buntes Pack mit Blau. Nee, lila, rosa, Grüntöne und so ein Bordeaux-Rot. Da sind 25 Stück drin. Und dann nochmal die etwas breiteren. Da sind auch 25 Stück drin. Die 1,40 mal 1,40. Die anderen waren ja diese C6. Und da sind drin gelb, Bordeaux-Rot, blau, lila und so ein Türkis. Oder Babyblau, wie man machen möchte. Das war das. So, dann habe ich natürlich wieder zugegriffen, weil doppelseitiges Klebeband geht so schnell alle. Das brauchen wir ja für Goodiebags oder irgendwas zum Basteln. Die kosteten ja 39 oder 32 Cent. Also, ne, deswegen dreimal habe ich die mitgenommen. Und dann habe ich einmal das Breitere. Das nehme ich oft für Briefumschläge, wenn die schon benutzt wurden und ich die wieder benutze, mache ich hinten noch so ein doppelseitiges Klebeband drum, damit es auch hält und nicht während des Transports wieder offen geht und irgendwas rausfällt oder so. Das ist eigentlich ganz gut dafür. Dann habe ich mir noch mal dieses Diamanten Klebeband mitgenommen, einmal in Pink. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich gefunden einmal diese Dekorationsborden. Die sind ja selbstklebend. Ich hatte sie ja schon mal in den lila und rosa Tönen und diesmal habe ich mit der weißen, orangen und der schwarzen Borde mitgenommen. Die schwarzen sind so Art Blumen, die orangenen Schleifen und die weißen sind Schmetterlinge. Dann habe ich gefunden so ein Stoff auf Rolle. Das ist ein halber Meter. Das hat auch 69 Cent gekostet. So ein Blumenmuster. Und ja, das konnte auch mal mit. Mal ausprobieren. Dann, ich habe sie gefunden. Endlich, weil bei uns gibt es die ja nicht. Dieses Leinentape, um was zu fixieren. Wie zum Beispiel ein Flipalbum oder ein Mini-Album. Da habe ich einmal dieses Rosa mit den Blumen mitgenommen, einmal mit den Dreiecken in Schwarz und dieses gestreifte Rosé-Weiß. Ich denke, das wird erstmal reichen, dass ich die dreimal habe. Dann habe ich mir noch, da ich manchmal auch was mit Acrylfarbe mache, habe ich mir so eine Malplatte mitgenommen. Die hat 35 Cent gekostet und ja, da hat man ja ein paar, wo man was reinmachen kann und wieder auswaschen kann. Und für 35 Cent, also bitte Leute, was soll man dazu sagen, ne? So, dann kommen wir zu den Stickern. Da habe ich mir einmal diese Metallsticker mitgenommen, einmal die runden und einmal die viereckigen. Die kann man auch schön
entweder auf Karten, Goodie-Bags oder ja, wenn man auch eine Box fixiert, dekoriert, kann man die an den Ecken halt dran machen. Das sieht ganz schick aus in Bronze und ja, deswegen durften die mit. Dann habe ich mir einmal dieses goldene Herz aus Sticker mitgenommen. Das könnte man ja entweder in ganz aufkleben oder man kann es sich zerschneiden, so wie man es gerade braucht. Dann habe ich gefunden, die fand ich auch sehr, sehr schick von den Farben, diese Pearl-Stickers. Und zwar in lila und so einem ja, dunkelrot Ton mit Herzen und kleinen Perlen und mittleren Perlen. Sehr, sehr schöne Farbe. Habe ich auch noch nicht. Dann habe ich mir einmal diese Sternsticker mitgenommen, Diamantsticker in lila, rot und pinken Tönen. Dann habe ich mir diese Diamantsticker in Blau und Türkis mitgenommen. Hier sind noch so Blumen bei, die kann man sich ja auch so zerschneiden, wie man es möchte, oder in ganz aufkleben. Das gleiche habe ich mir dann nochmal in Rosa mitgenommen. Schon ganz verbogen. Und dann habe ich mir noch diese Buchstaben mitgenommen. Die sind, glaube ich, auch neu. Also ich habe sie noch nicht, auf jeden Fall. Diese ABC-Sticker in lila und rosa Tönen. Sehr, 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 sehr schick. Und dann habe ich natürlich mitgenommen die Disney-Sticker, diese 3D-Sticker. Die haben sie jetzt auch neu im Sortiment. Und dann habe ich mir natürlich zweimal die Minnie und Mickey-Sticker mitgenommen. Die durften zweimal einziehen. Und zum Tausch habe ich dann noch zweimal Elsa mitgenommen. Ich hoffe, ihr seht das gut, weil bei mir ist es gerade ein bisschen dunkel so. Dann einmal, ja, hier ist Bella drauf und Cinderella und Rapunzel. Und einmal Winnie Pooh und seine Freunde. Da sind jeweils 8 Stück drin und die haben auch 69 Cent oder so gekostet. So, dann habe ich mir noch diese Tischdekorationen mitgenommen. Das war bei den Geschenkartikeln. Ich habe jetzt einmal Baby und einmal Girl. Da sind 14 Stück drin in verschiedenen Farben. Also bei Girl sind natürlich verschiedene Rosatöne und Weiß dazwischen. Bei Baby sind es ja, Gelb, Rosa und so Türkis. Und da sind ja 14 Stück drin. Die haben 49 Cent gekostet. Und da gibt es noch Boy dazu. Das kann man natürlich auch sehr schön für Karten, Mini-Album und so weiter nutzen. Die sind aus Plastik. Dann habe ich noch einmal so einen Diamantenpack mitgenommen. Das wollte ich auch für ein Tauschpäckchen nehmen. So ganz viele verschiedene bunte und verschiedene Formen. Dann habe ich dort gefunden, dieses ja, Omas Häkelstrickborde, würden andere ja sagen. Ich finde sie sehr schön. Ich hatte sie ja schon in so ein Anthrazit und in Grün. Und dort habe ich sie noch in Rosa gefunden. Dann habe ich natürlich, die alle jetzt gerade zur Zeit haben, diese Schleifenbänder mitgenommen. Ich habe sie in Sterne mitgenommen, aber es gibt sie noch in Punkte und noch eine dritte Variante, die ich gerade nicht weiß. Ja, da seht ihr ja verschiedene Farben und jedes Pack ist halt gleich von den Farben her, nur halt, dass entweder Sterne, Punkte oder so drauf sind. Dann habe ich mir noch einmal Charms mitgenommen. Diesmal in Schwarz und Bronze. Ja, den schwarzen fand ich ganz gut. Und hier oben in Bronze. Ja, das kann man ja auch nutzen. Dann habe ich mir noch diese Schleifen- und Satinbänder mitgenommen. Da gibt es ja millionenfach verschiedene. Ich habe sie einmal in dieses Flieder mitgenommen. Mit einem Flieder- und cremefarbenen Band. Dann einmal in Gelb und Grün mit Punkten. Und einmal in Pink
mit zwei Pinktönen und dieses Geribbelte finde ich sehr, sehr schön, dieses Band. Dann habe ich noch mitgenommen diese vier Gel-Stifte, Kugelschreiber sind das. Da ist die Elsa drauf und die Bella. Und ja, das ist auch für ein Tauschpäckchen. Und zum guten Schluss habe ich Clear Stamps. Oh, da ist noch was dazwischen. Entschuldigung. Einmal habe ich noch diese Hobby Rosen und Blätter mitgenommen in Rosa. Ich bin da jetzt nicht so viel mit den ganzen Blättern. Deswegen habe ich es auch nur einmal mitgenommen. Und ja. So, jetzt kommen wir zu den Stempeln. Und zwar einmal habe ich diese mitgenommen. Die habe ich bei mir auch noch nicht gesehen. Mit den Sprüchen Greetings from Hip and Happiness und Believe in Yourself. Mit dieser Dame und den zwei Gebäuden. Sehr, sehr schön. Dann habe ich noch gefunden, einmal Clear Stamps mit Cutting Die. Das wollte ich auch zum Tauschen nehmen. Da sind ja diese Herzen und einmal diese Schablone bei. Dann habe ich noch zwei Stanz- und Prägeschablonen dort gefunden. Also die hatten auch ein paar, aber ich habe einmal diese mitgenommen und diese. Also die werden auch zum Tauschen sein. Und zum guten Schluss war ich noch kurz im HEMA Outlet. Da gibt es auch so ein Outlet, so mit vielen Klamotten, aber auch mit Deko und Bastelkram. Und da habe ich diese süßen Clear Stamps gefunden für 50 Cent. Ihr wisst ja, HEMA ist ein bisschen teurer als Action. Und für 50 Cent mussten die natürlich mit. Und ja, okay, die Ananas und so ist jetzt nicht so für mich, aber die Sprüche, diese Schleife ist sehr schön. Und ja, die Sprüche, also die kann man auf jeden Fall immer für Karten oder irgendwas benutzen. Und deswegen durfte das auch mit. Ja, das war es mit meinem Action Haul diesmal aus Holland. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen, was ich mir alles besorgt habe oder auch für andere. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer über Feedback und auch Kritik, wenn ich irgendwas ändern sollte oder ja, noch was dazu machen sollte. Ich freue mich über alles. Danke, dass ihr so zahlreich bei meinem YouTube-Kanal immer vorbeischaut. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss!